So, auf der Suche nach einem günstigen, nach einer günstigen Tastatur habe ich mir gedacht, weil meine G, boah, was ist es, 902 oder was ich habe, gibt langsam aber sicher den Geist auf, habe ich mir gedacht, gucke ich mal irgendwas Günstiges, weil ich zocke eh nicht mehr so viel. Habe ich mir eine Shakun Skiller Gaming Keyboard geholt mit voll programmierbaren Tasten, Swirl Gaming Keys, deutsches Layout, was auch immer. Gucken wir mal hinten drauf. Sieht auf jeden Fall schon sehr nice und ist auch von den Bewertungen her jetzt gar nicht so schlecht gewesen bei meinem Lieblingsverkäufer Amazon natürlich. Oder meiner Lieblingsplattform Amazon, wo ich immer bestelle, weil es halt einfach schnell geht. 3 Block Standard Gaming Tastatur, 20 zusätzliche Multimedia Tasten, 8 austauschbare Gaming Tasten, zusätzliche Software zur individuellen Programmierung der Tasten, Anschluss, bla bla bla, spezielle Software, Packungsinhalt, gut, wir gucken jetzt einfach mal rein. Made in China. Was ja unbedingt nicht unbedingt schlecht sein muss, ne? So, dann gucken wir mal rein, was wir hier drin haben. Hier haben wir einmal die Software, eine ganz kleine Minidisc. Und da, das ist, was ich natürlich echt nice finde, ist, ich benutze diesen Ausdruck leider zu oft, obwohl man das vielleicht in meinem Alter nicht mehr machen sollte. Was ich sehr geil finde, sind diese WASD-Tasten. Nein, ich packe jetzt erstmal die Tastatur insgesamt aus, damit ihr die mal seht, wie das Ding aussieht. So. So, erstmal das raus. Zack. Heute habe ich mal wieder ein paar viele Unboxings gemacht, weil ich die letzten Tage sehr viele Pakete gekriegt habe. Weil ich ein bisschen kaufsüchtig bin, muss ich ja zugeben. Hier haben wir die Tastatur. Oh, schön. Und 18 Euro oder was sie auch immer gekostet hat, mit einem anderen Layout, also französisches Tastenlayout oder englisches, wäre die natürlich noch wesentlich günstiger gewesen. Aber, oh, ich muss sagen, mit dem Lack, das fühlt sich nice an. Diese WASD-Tasten finde ich jetzt natürlich sehr cool, dass man die tauschen kann. Also das muss ich ja jetzt mal zugeben. Das finde ich jetzt mal geil, aber damit man halt einen besseren Grip hat. Oh mein Gott. Die sind halt so gummiert, die Tasten. Da hätten wir das S. Da hätten wir die Pfeiltasten für hier. Will ich sie austauschen? Ich weiß es nicht so genau. Noch eine Pfeiltaste. Noch eine Pfeiltaste. Und ein W. Frage ist, wie kriegt man die denn raus am schlauesten? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich werde einfach mal mein Messer zu Hilfe nehmen. Nehmen wir jetzt mal das Messer, haken hier drunter. Und zack, haben wir das W entfernt. Dann nehmen wir das W. W. Nein! D. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte doch das W eigentlich schon in der Hand. A. Nein! Was ist denn los hier? Wo ist denn mein... Ich bin bescheuert oder was? Da ist doch mein W. Dann nehme ich mein W, drücke mein W hier rein. Ach, das finde ich... Okay, das finde ich jetzt mal ein bisschen cool. Dann werde ich die anderen Tasten auch entfernen mit meinem Messer. A. Dann drücken wir das A hier rein. Dann haben wir mehr Grip. Okay, das S ist weg. Dann haben wir hier das S. Das drücken wir hier noch rein. Bam. Und das D. War das das D? Das ist das D. Das finde ich jetzt cool. Das habe ich jetzt auch noch bei keinem Hersteller gesehen, obwohl ich auch sagen muss, okay, wir hätten auch das nehmen können. Hier ist der Entferner. Okay, dann entfernen wir jetzt einfach mal hiermit die Tasten. Zack. Ja. Wäre so auch
sehr einfach gegangen. Kann sich es auch schwerer machen, als es sein muss. Okay. Okay, das ist jetzt nicht die richtige Taste gewesen, glaube ich. So, jetzt ist ein Problem. Ha. Welches sind die richtigen Tasten? Das ist das Richtige, oder? Dann müsste das hier die Runtertaste sein, denke ich mal. Hoffe ich. Ja. Die Taste ist hoffentlich die hier. Ja. Und die Taste ist hier. Bam. So, die anderen Tasten werde ich natürlich behalten. So, jetzt habt ihr das Gaming Keyboard mal gesehen. Hier hast du noch vor, zurück, Wake, Sleep, Power, klar. Hier hast du noch Lautstärke-Tasten. Okay, von der Qualität her, ja. Ist halt ein günstiges Keyboard, aber du kannst ja einfach mal einstöpseln. Mal gucken, ob es direkt anfängt zu leuchten. Oh, natürlich. Es leuchtet nur hier. Können wir hier noch was verändern? Ich weiß es nicht. Sleep, okay. Nein. Power. So. Ich habe keine Ahnung, ob das nur hier leuchtet. Kein Plan. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Rechner in den Schlafmodus gefahren. So, was haben wir denn hier noch Feines? Hier können wir Sound ganz ausstellen, vorspulen, stopp. Ja, die Tasten muss man dann alle halt noch irgendwie ein bisschen belegen. Gut, habt ihr das Ding mal gesehen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lasse euch einen Link da. Ist klar. Ja, lasst mir ein Like da oder lasst mir halt kein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.